Wir sehen es ja überall um uns herum, die digitale Gesellschaft hält Einzug, wir sind durchdrungen von digitaler Technologie. Und wir wollen, dass junge Menschen keine Scheu vor der Technik haben, sondern sich automatisch darin bewegen können und wissen, wo gehen meine Daten hin, was macht mein Smartphone. Innerhalb der Initiative haben wir erkannt, dass Lehrkräfte, Schulen immer wieder auf Hürden stoßen, auf Barrieren, die es ihnen schwer ermöglichen, unsere Ideen, wie man den Roboter dazu nutzt, um junge Menschen für MINT-Themen zu begeistern, umzusetzen. Mit Open Roboter ist es möglich, dass man diese Barrieren umgeht, dass man leichter im Unterricht den jungen Menschen Programmieren beibringt. Dazu muss man einfach nur sein Smartphone, ein Tablet oder ein PC nehmen, unsere URL eingeben und kann dann direkt mit grafischen Programmierblöcken entweder einen physikalischen Roboter, also einen Lego-Roboter beispielsweise, oder einen simulierten 2D-Roboter direkt von Grund auf programmieren. Immer wieder ein Highlight ist, wenn wir auf Messen sind und Open Roboter Workshops anbieten und dann sehen, dass unsere Workshops, die für 1, 2, 3 Stunden konzipiert sind, eigentlich gar kein Ende nehmen wollen, weil die Schülerinnen und Schüler immer noch weiter programmieren wollen. Ziel ist es ja von Open Roboter, dass wir möglichst in allen Schulen bekannt sind, dass wir von allen Lehrkräften genutzt werden und dass alle Kinder und Jugendliche mit Open Roboter das Programmieren lernen. Und hierfür ist Land der Ideen eben ein perfekter Multiplikator.